Hallo und herzlich willkommen, das ist CypherPolex und im heutigen Video müssen wir mal wieder den guten Zorro thematisieren. Allgemein geht es in diesem Video darum, dass Zorro früher oder später seine eigenen Träume aufgeben wird, damit sich die Träume der anderen erfüllen. Wir haben schon in der Vergangenheit solche Momente erkannt. Zorro hat in seinem gesamten Werdegang öfter mal eine extreme Charakterentwicklung durchgemacht und man muss schon sagen, in Zorros Fall ist es wirklich am meisten aufgefallen. Das hat sich schon relativ früh abgezeichnet. Das erste Treffen mit Mihawk war schon extrem schicksalsträchtig. Schon da hat er gemerkt, er muss sich hier extremen Gegnern stellen. Er war auch ein bisschen arrogant geworden aufgrund seines Rufes im East Blue, hat aber dann feststellen können, diese Gegner, die ihn jetzt antreffen, sind deutlich stärker und sind ihm unglaublich weit voraus. In seinem kompletten Werdegang hat er dann immer wieder solche Momente erlebt, wo ihn einfach stärkere Gegner konfrontiert haben und er musste daraufhin ganz klar für sich vereinbaren, dass das nun mal noch nicht seine Liga ist. Und für einen Zorro ist das nun mal was völlig anderes als für einen Sanji oder für einen Luffy zum Beispiel. Beide würden halt regulär trainieren, stärker werden und würden sich halt dann demnächst auch wieder dem Gegner stellen. Zorro hingegen ist da vollkommen anders konzipiert. Er hat schon des öfteren mal sein Leben riskiert und natürlich haben das diverse Strohhüte schon getan. Nur in Zorros Fall ist das wirklich im Prinzip das genaue Gegenteil von dem, was er tun wollte. Letztendlich würde Zorro auch immer wieder zum Mord greifen und würde sich durch die meisten Leute einfach durchmetzeln. Er hat gar kein Problem damit und auch gar keine wirkliche Empathiefähigkeit, was solche Aspekte angeht. Er hat aber früher schon gemerkt, dass Luffy da anders gepolt ist. Und aufgrund dieser Befehlsgewalt, dieser Hierarchie, der sich nun mal auch gebeugt hat, ist er bereit, seine eigenen Prinzipien nach hinten zu stellen. Und das habe ich schon relativ früh gemerkt. Spätestens bei Bellamy sollte es den meisten klar gewesen sein, in dem Moment war Zorro bereit, den Todesstoß auszuführen. Er hat es nicht getan, Luffy hat den Befehl gegeben, es nicht zu tun und somit hat er natürlich entsprechend darauf gehört. Trotzdem muss man ja dazu sagen, dass es regulär nicht seinem Charakter entspricht und somit hat er etwas getan, was er nun mal nicht tun wollte. Spätestens auf der Thriller-Bug dann haben wir auch gemerkt, dass er bereit ist, alles aufzugeben, nur um Luffy zu beschützen. Er hat schon öfter mal gezeigt, dass er sein Leben opfern würde, nur in dem Moment war das vollkommen anders. Er stand da gegen einen Gegner, den er nicht überwinden konnte und er hat einfach nur alles dafür getan, damit Luffy seinen Traum erfüllen kann. Und das Ganze ist natürlich noch in stärkerer Form aufgetreten, als er sich dann selbst aufgegeben hat. Klingt natürlich jetzt ein bisschen hart, dennoch ist das in irgendeiner Weise passiert. Stellt euch mal vor, ein Zorro, ich meine, wir kennen diesen Charakter, ein absoluter Ehrenmann durch und durch, unglaublich stark, unglaublich stolz. Und dieser Mann verbeugt sich vor einem Mihawk, etwas, was er aus eigenem Charakterzug raus niemals tun würde. Dieses Bekenntnis war im Prinzip eine relativ klare Sichtweise und eine relativ gute Klarstellung dafür, dass Zorro bereit ist, seine Träume zu opfern. Und im heutigen Video will ich erklären, wie es denn dazu kommen könnte, was dann passieren wird, wie sich Zorro opfern wird, warum das Ganze so relevant ist und warum es teilweise auch passieren muss. Aber zuerst einmal Dankeschön an euch da draußen, ihr seid wirklich die beste Community aller Zeiten. Wenn ihr mich auch weiter unterstützen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt fleißig Kommentare, abonniert diesen Kanal, falls ihr nicht getan haben solltet. Und natürlich die gesonderten Grüße gehen raus an die Kanalmitglieder. Grüße gehen raus an Sakura Kitsune, Too Stylish For You, Hedgehog Entertainment, Fate Zero, Livestoneklinger, Tefelga die Phoenix, Johnny die Erdbeere, Michael O.P., Flosen, Windmühldorf, die East Blue. Dankeschön meine Brees, im Namen der Gerechtigkeit, in Nomen Justitia. Viel Spaß mit dem Intro und anschließend viel Spaß mit dem Video. Zorros Traum sollte natürlich jeden hier im Begriff sein, ansonsten verlasst bitte diesen Kanal. Spaß beiseite, aber Zorros Traum ist relativ klar. Im Prinzip will er der beste Schwertkämpfer aller Zeiten werden und dieser Traum ist nicht nur auf seiner eigenen Persönlichkeit beruhend, sondern tatsächlich auch auf der Persönlichkeit von Covina. Und natürlich versucht er das ganze Ziel für sich und für sie umzusetzen. Man merkt ja auch, dass es ihn immer noch daran irgendwo festhält und irgendwie fühlt es sich auch an wie ein Versprechen, was er gegeben hat und was er in diesem Fall auch halten muss. Das Ganze ist nur ein bisschen schwieriger geworden, weil er sich jetzt vor einer Aufgabe gestellt hat, die im Prinzip nicht zu bewältigen ist, wenn er die ganze Zeit weiterhin seine eigenen Träume verfolgt. Schlussendlich ist die Struktur der Strohpiraten relativ klar gewesen. Jeder verfolgt seine eigenen Ziele, trotzdem sind sie bereit, sich füreinander zu opfern und stehen immer füreinander gerade. Das Ganze ist aber ein bisschen widersprüchlich, wenn man hier Zorros Traum in Relation stellt. Zorro versucht hier verzweifelt der beste Schwertkämpfer aller Zeiten zu werden. Dazu muss er einige Gegner besiegen, anders funktioniert es nun mal nicht. Um der Beste zu werden, musst du nun mal die Besten schlagen. Der Beste ist aber hier in dem Fall Mihawk Falkenauge. Jemand, der ihn jetzt schon trainiert hat und eigentlich kann man dann sagen, Mihawk hat ihn irgendwo herangezüchtet, um schlussendlich besiegt zu werden. Das Ganze macht ja so keinen Sinn. Dieser Moment, als er sich entschlossen hat, sich vor Mihawk zu verbeugen, war schon mal sehr schicksalsträchtig.
Trotz dessen, dass er natürlich immer noch der beste Schwertkämpfer aller Zeiten werden will, ist es natürlich aufgrund dessen auch ein bisschen schwieriger geworden. Angenommen, er würde in nächster Instanz stark genug werden, könnte sich einem Mihawk stellen und könnte ihn auch besiegen. Würde das wirklich dafür sprechen, dass er jetzt der beste Schwertkämpfer aller Zeiten ist? Ich glaube nicht. Schlussendlich hat Mihawk ihm so viel beigebracht. 2 Jahre lang mit diesem Mann bedeuten unglaublich viel in der Welt von One Piece. Wir haben gesehen, was die meisten Leute schon in 2 Wochen reißen können. Und 2 Jahre mit einem Mihawk heißt, du wirst extrem stark werden. Es gibt natürlich auch einen Grund, warum Zoro in der neuen Welt noch nicht wirklich viele Gegner hatte, bis es schlussendlich nach Wano Kuni ging und er wirklich mal gegen relevante Leute kämpfen konnte. Er war von Anfang an so stark. Buffy hat irgendwann sein Maximum erreicht, das haben wir halt gemerkt. Gear 4 war halt der Anfang, dann hat er halt die verschiedenen Formen etabliert, aber jegliche Steigerung davon musste dann im Prinzip halt aufgrund neuen Trainings oder aufgrund neuen Erfahrungswerten hinzukommen. Bei Zoro hingegen haben wir nur gesehen, dass sein einziger Boost darin bestand, das Königshaki auf einmal für sich zu nutzen. Und das war halt nur der Fall, weil er All Out gegangen ist. Im Vorhinein schon konnte er einiges ausrichten. Wir haben auch sein Niveau bereits schon gesehen. Das zeugt natürlich auch davon, Mihawk hat ihn ja nicht für irgendwas trainiert. Und Oda hat das relativ gut gemacht, indem er ihm halt keinen Kampf gegeben hat, der jetzt im Prinzip einen Zoro All Out gebracht hätte. Und natürlich auch keinen Kampf, der jetzt einen schwächeren Gegner irgendwie besser in Szene gesetzt hätte. Pika war interessant, aber auf jeden Fall kein Gegner für einen Zoro. Es war ein cooler Schlagabtausch und Zoro konnte mal zeigen, wie gut er ist. Schlussendlich mehr war es aber nicht. Zu dem Zeitpunkt hatte Zoro den meisten anderen einiges voraus. Auch die Verwendung von Rüstungshaki war natürlich hier ein völlig anderes Niveau, muss man schon dazu sagen. Jetzt hingegen wissen wir aber auch, dass sein gesamter Werdegang sich grundlegend verändert hat. Seine gesamte Mimik, seine gesamte Art hat sich auch verändert. Er wirkt irgendwie deutlich kälter. Zoro war schon immer ein relativ ernster Typ, das ist natürlich klar. Dennoch ist das irgendwie ein bisschen krasser geworden. Und diese Kälte zieht sich auch so ein bisschen durch. Er ist jetzt auch total empathielos, wenn er dabei ist, irgendwelche Leute umzubringen, als würde er etwas zielorientierter durch die Gegend gehen, als würde er nur darauf warten, sich irgendwann aufopfern zu können. Und natürlich ist das nicht ganz so der Fall. Er will immer noch der beste Schwertkämpfer aller Zeiten werden, er versucht immer noch Buffys Traum zu erfüllen, aber schlussendlich hat man auch immer wieder gemerkt, bei bestimmten Kleinigkeiten, dass der Traum von Buffy so ein bisschen im Vordergrund steht. Und ich glaube auch, die Strohpiraten haben eine Sache realisiert. Ihre eigenen Träume lassen sich natürlich auch erfüllen, aber in erster Instanz ist es ganz wichtig, Buffys Traum zu erfüllen. Und ich glaube auch, daraus resultiert, dass man, wenn man diesen Traum erfüllt hat, bestimmte Sachen dann eben besser umsetzen kann. Ich meine, es ist auch relativ klar. Wenn man zum Beispiel Sandys Traum mal irgendwie kurz mal in Relation stellt, macht es halt auch Sinn, dass mit der Zerstörung der Redline und mit vielen weiteren Aspekten der Fund des All Blues halt deutlich einfacher ist. Sowieso natürlich aus logistischer Sicht und natürlich auch, wenn es keine Instanzen mehr gibt, die da irgendwie bedrohlich werden, macht es halt auch Sinn, sich auf so eine Forschungsreise zu begeben und irgendwann den All Blue zu finden. Die Welt zu kartografieren macht natürlich auch Sinn, weil es natürlich viel einfacher ist, wenn man halt die Welt schon bereist hat und somit halt auch jegliche Inseln kennt. Die Ziele allgemein lassen sich halt wirklich deutlich einfacher umsetzen, wenn man in erster Instanz versucht, das Ziel des Kapitäns zu verfolgen. Und schlussendlich ist Buffy auch der Kapitän, deswegen steht das sowieso ja an erster Stelle. Bei Zoro hingegen ist das Ganze halt deutlich schwieriger. Sein Ziel beruht auf, im Prinzip, Mord. Es geht eigentlich gar nicht anders, du musst halt die Besten schlagen. Ein Schwertkämpfer würde sich halt niemals irgendwie dem hingeben, dass man jetzt einen Kampf führt und halt um der Beste zu werden, nicht den Todesschuss ausführt. Das ist im Prinzip auch mehr oder weniger beleidigend dann. Zoro wurde damals natürlich von Mihawk gekennzeichnet und verletzt, weil er halt noch deutlich unterlegen war und das war natürlich auch der erste Schritt, um ihn auf seine Reise zu schicken. Einen Gegner jetzt zu verletzen und ihn dann halbtot liegen zu lassen, wäre keine Gnade, die ein Schwertkämpfer gewähren würde. Im Prinzip muss er seinen Gegner schlagen. Mihawk jetzt zu schlagen, wie gesagt, würde nur darauf hindeuten, dass er im Prinzip herangezüchtet wurde, um dann irgendwann seinen Meister zu bezwingen. Macht so gesehen gar keinen Sinn mehr. Und sein eigenes Ziel finde ich sowieso sehr interessant. Ich glaube nämlich, dass diese Idee von Schwertkämpfer und Kapitän, in dem Fall von Piratenkönig und dem stärksten Schwertkämpfer aller Zeiten, etwas ist, was sich schon länger durchgezogen hat. Wir haben nämlich hier ähnliche Beispiele. Wenn wir zum Beispiel Shanks und Mihawk betrachten, ist es hier auch irgendwo eine ähnliche Rivalität und dennoch Freundschaft. Die beiden haben gegeneinander gekämpft und trotzdem wurde nur daraus irgendwie klar, dass die Kämpfe wohl unentschieden waren. Aber vor kurzem haben wir durch die Marine erfahren, dass wohl skilltechnisch gesehen Mihawk etwas besser sein sollte. Skilltechnisch haben mir die meisten Leute falsch interpretiert, wie so viele Sachen öfter mal falsch interpretiert werden. Das würde nur bedeuten, dass im reinen Schwertkampf Mihawk überlegen ist. Wenn man jetzt zum Beispiel noch sowas wie Haki dazu addiert, könnte man schon wieder davon ausgehen, dass Shanks trotzdem überlegen ist. Es stimmt zwar, Mihawk dürfte der bessere Schwertkämpfer sein, was ihn aber nicht automatisch stärker als den Shanks macht. Trotzdem aber hat Mihawk diesen Titel inne. Und ich muss schon sagen, ich fand auch dementsprechend die Ausreden von Mihawk etwas witzig. Jedes Mal, wenn er auf Shanks getroffen ist, hat er irgendeine Möglichkeit, dem zu entkommen. Auf Marineford natürlich hat es keinen Sinn gemacht. Schlussendlich hätte ein Kampf zwischen Mihawk und Shanks nur dazu geführt, dass der Krieg noch weitergeht.
damals, als er ihn getroffen hat, war natürlich seine prägnante Ausrede, ich kämpfe nicht gegen einarmige Krüppel. Bestätigterweise wissen wir natürlich, dass Shanks kein bisschen Stärke verloren hat. Ich glaube tatsächlich, Myok weiß, wie stark sein Gegner ist und er weiß auch, dass er vielleicht gewinnen könnte, aber das nicht unbedingt der Fall ist. Ich denke mal, sie dürften wirklich ungefähr auf demselben Niveau sein. Und das erwähne ich hier nur, weil das wieder ein ähnliches Beispiel ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Thematik schon viel früher angefangen hat und genau diese kleine Relation zwischen Piratenkönig oder zumindest halt Anführer. Ich muss ja nicht immer von dem Piratenkönig ausgehen, man kann ja hier auch zum Beispiel von einfach einer Art von führender Instanz ausgehen. Das heißt natürlich, wir haben hier einmal den stärksten Schwertkämpfer der Welt und einmal eine gewisse Führungspersönlichkeit. Ich meine, der Titel Piratenkönig kam ja auch erst mit Leuten wie Goldwatcher, auch wenn es im Vorhinein vielleicht mal was Ähnliches gegeben haben sollte. Es macht ja keinen Sinn, dass man dann alles hier genauso betiteln muss. Das heißt natürlich, die Relation hat auch in anderer Weise vielleicht mal stattgefunden. Wenn wir zum Beispiel auch den einen der Gorosei betrachten, könnte man das eben wieder auf dieselbe Grundthematik zurückführen. Vielleicht gab es da genau denselben Gegenpol. Und die Möglichkeit, dir der stärkste Schwertkämpfer aller Zeiten zu werden, geht nur, wenn du dann eben auch Leute bezwingen kannst, die ebenfalls als Konkurrenz fungieren. Shanks wird nicht unbedingt für die meisten Leute als Schwertkämpfer betitelt. Trotzdem haben sie gegeneinander gekämpft, wollen es jetzt nicht mehr. Beide sind da irgendwie mit einverstanden. Myok behält diesen Titel. Aber wenn Shanks ihn jetzt besiegen würde, weil Shanks ja auch ein Schwert bei sich führt, würde man ja davon ausgehen müssen, dass Shanks dann trotzdem diesen Titel bekommt. Auch Zoro hat das immer sehr oft genutzt in letzter Zeit, indem er Leute mehr oder weniger diskreditiert hat. Bei King zum Beispiel kam auch sowas wie, dass er sich eben als Schwertkämpfer bezeichnet und dass das nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Interessanterweise glaube ich tatsächlich, dass man hier dasselbe Beispiel anwenden kann. Shanks würde man theoretisch nicht als Schwertkämpfer klassifizieren. Für die meisten Leute nimmt halt Shanks auch ein Schwert nur beiläufig. Und für die meisten Leute ist er auch kein wirklicher Schwertkämpfer. Trotzdem ist natürlich das Schwert irgendwie sein Hauptmerkmal und seine Hauptwaffe. Sollte jetzt zum Beispiel Buffy durch irgendeinen Zufall ein Schwert in die Hand nehmen und als Piratenkönig hervorgehen, somit auch als stärkste Person, und sollte er einige Gegner bezwingen, könnte er theoretisch, wenn das auch nicht unbedingt in seinem Interesse ist, diesen Titel bekommen. Und das ist hier relativ spannend tatsächlich. Sollte nämlich Buffy die richtigen Leute besiegen, angenommen zum Beispiel Myok wird von Shiryu besiegt, Buffy kommt irgendwann in die Position, um Shiryu zu besiegen. Klingt ein bisschen komisch, weil natürlich denkt man direkt, ah ja, Zoro wird ja sowieso gegen Shiryu kämpfen. Nur mal dieses Beispiel ein bisschen weitergeführt. Es gab jetzt schon öfter mal so kleine Aspekte, wo wir gesehen haben, dass Buffy vielleicht echt mal ein Schwert bei sich trägt. Wir wissen, Watcher hat es getan, wir wissen, Shanks hat es getan. Und warum nicht auch ein Buffy? Selbst wenn er es nicht wirklich führt, wie auf Wano Kuni zum Beispiel, es reicht ja nur, wenn er es bei sich trägt. Es könnte aber trotzdem aufgrund der Außenwahrnehmung dazu führen, dass Leute entweder fälschlicherweise oder bewussterweise Buffy als den stärksten Schwertkämpfer aller Zeiten wahrnehmen. Könnte auch ein ausgeklügelter Trick von Imsama bzw. der Weltregierung sein, wo man dann zum Beispiel Buffy genau zu diesem erklärt. Und das könnte halt dazu führen, dass theoretisch, zumindest halt davon ausgehend, dass jetzt die Weltregierung sich so verhält, eine kleine Rivalität entstehen könnte zwischen Buffy und Zoro. Was natürlich nicht passieren wird, das wissen wir alle. Aber man könnte es ja zumindest versuchen. Und interessanterweise glaube ich tatsächlich, dass diese beiden Titel sich in irgendeiner Form widersprechen. Ich denke mal, eben deswegen habe ich auch Shanks und Myok erwähnt, das könnte man auch auf andere Leute zurückführen. Bei Shanks und Myok haben wir Ähnliches gesehen und deswegen kämpfen sie wahrscheinlich auch nicht mehr gegeneinander, weil Myok ja theoretisch so den Titel verlieren könnte, wenn er gegen jemanden mit einem Schwert verliert. Dennoch nimmt er wahrscheinlich auch Shanks nicht unbedingt als Schwertkämpfer wahr. Ich glaube sogar, dass sich Shanks selbst nicht mal wirklich als Schwertkämpfer sieht. Genauso wie zum Beispiel einen Rayleigh oder einen Watcher. Sie nutzen zwar in irgendeiner Form diese Waffe, aber sie sind nicht wirklich diese klassischen Schwertkämpfer. Zoro hat uns mal auch irgendwie durch King halt relativ gut gezeigt, dass man hierbei differenzieren muss. Nur weil jemand ein Schwert bei sich führt, ist er noch lange kein Schwertkämpfer. Und deswegen ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig, gerade mit diesem Titel einhergehend. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Ähnliches in der Vergangenheit schon mal aufgetreten ist und somit sich zum Beispiel der eine der Gorosei dafür entschieden hat, dann eben seinen Rivalen zu bezwingen, um diesen Titel zu bekommen. Und ich denke tatsächlich, Zoro wird auf genau diese Entscheidung verzichten, trotz dessen, dass vielleicht sogar Buffy dann diesen Titel innehat und das nur, weil er ein Schwert beiläufig bei sich trägt. Angenommen zum Beispiel Shanks stirbt und sein letzter Wille ist es, dass er dieses Schwert führt oder er nimmt es halt einfach so an sich, das würde ja schon ausreichen. Und wenn er dann als Piratenkönig hervorgeht und zumindest halt dann stärker ist als alle anderen, würde es ja auch theoretisch mit diesem Titel in Verbindung treten können, wenn er jemanden besiegt, der diesen Titel vorher innehatte. Er könnte ja einfach zu dem erklärt werden. Und das wäre natürlich das Problem. Zoro hat dann eben diese Entscheidung zu treffen. Entweder er besiegt jetzt seinen Kapitän, um halt seinen Traum zu erfüllen, oder er verzichtet auf seinen Traum. Für Buffy wird das sowieso extrem beiläufig sein. Und er wird überhaupt kein Interesse an diesem Titel haben und er wird das Ganze auch eher spaßmäßig sehen. Wir wissen aber, dass Zoro sowas sehr ernst nimmt. Und er wird wahrscheinlich auch dann einen Kampf fordern. Ich kann mir auch vorstellen, es könnte auch einer der letzten Kämpfe sein. Und das wird auch endlich mal zeigen, was passiert, wenn diese beiden aufeinandertreffen. Schlussendlich wird natürlich dieser Kampf niemals zu Ende gebracht werden. Zoro würde niemals seinen Kapitän töten und andersrum genauso wenig. Zumindest aber
könnte Zorro verlangen, dass da eine gewisse Ernsthaftigkeit einhergeht. Passt ja auch zu anderen Shonen. Ich meine, wir haben das bei Naruto und Sasuke gesehen. Warum nicht auch bei Zorro und Ruffy? Und das ist für mich die Möglichkeit, wie genau das passieren könnte. Aber gut, was denkt ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Ansonsten nichts mehr hinzuzufügen. Im Namen der Gerechtigkeit, Indominus Tizia. Bis dato. Bis zum nächsten Mal.